Hi zusammen, mein Name ist Robert Morsek, Markenbotschafter bei Alcina. Lasst euch inspirieren von der Kollektion Cool Spark. Hallo zusammen, mein Name ist Robert Morsek, Markenbotschafter bei Alcina. Hallo liebe Alcina-Community, hallo liebe Hairstylisten, hallo liebe Presseleute, schön, dass ihr alle dabei seid bei unserer Kollektionsvorstellung. Ja, heute dreht sich alles um das Thema kurze Haare, Platinum, Punk. Also heute dreht sich wirklich alles um Pixie-Cut Education. Also habt Spaß heute mit der Live-Präsentation. Aber bevor wir damit starten, möchte ich ein bisschen was über die Kollektion erzählen. Unsere Kollektion, wie ihr ja letzte Woche schon mitbekommen habt, große Premiere, die ja jetzt auch sehr gut bei der Presse ankommt und bei euch Friseuren zu Hause. Und wir gehen jetzt jede Woche hier in dieser wunderbaren Box mit euch einen neuen Look dieser Kampagne durch. Und diese Kampagne habe ich natürlich nicht alleine gemacht. Da steckt ein großes Team, die Alcina-Community dahinter. Und warum haben wir uns für diesen Namen Cool Sparkle entschieden? In der Pandemiezeit, wissen wir alle, da wurden die Jogginghosen immer länger, die Hoodies immer breiter. Und das ist natürlich jetzt vorbei. Wir sehen in den Hotspots in Ibiza, auf Mykonos und überall, wo wir gerade sind, es sparkelt, es glitzert. Und das war natürlich der Aufhänger auch für uns, zu sagen, jetzt verbinden wir verschiedene Texturen, verschiedene Elemente miteinander und schaffen es, elegante Looks zu schaffen, die aber auch eine gewisse Art von Underground, Edgy haben. Und das ist uns sehr wichtig bei Cool Sparkle. Wir haben 7 internationale Models, die haben wir personalisiert für euch. Und das haben wir mit einem wunderbaren Team zusammen gemacht. Hier könnt ihr mal sehen, wie dieses Team zusammengestellt ist. Wir haben natürlich unsere wahnsinnig gute Koloristin dabei, die seit Jahren die Farben für Alcina, für die Kampagnen macht, Susanne Schaller. Sie ist heute auch live dabei oder digital dabei und geht mit uns die Farbe durch zum Thema Pixie Cut Platinum Punk, wo sie mit euch ja zusammen auch nochmal zeigt, wie bleach ich das Haar richtig, wie erarbeite ich mir so eine wunderschöne Haarfarbe. Dann haben wir unseren Education Manager Robert Lindinger, der natürlich dafür da ist, dass wir nachher alles so schön auf Papier oder digital haben und diese tollen Education-Programme. Und da haben wir auch was ganz, ganz Tolles nachher für euch vorbereitet bei unserem Haarschnitt. Also lasst euch inspirieren von uns und natürlich auch unsere Fotografin, mit der wir auch schon seit längerem zusammenarbeiten, das ist die Jette Stolte, das ist eine Fashion- und Beauty-Fotografin, die auch perfekt zur Marke Alcina passt. Also es ist ein großes Team, wie ihr auch auf den Bildern sehen könnt. Das sind ungefähr, ja, roundabout 20 Leute in so einem Team und da kreiert man dann zusammen was Großes. Und was wir heute zusammen kreieren, das ist
dieser Look. Das ist der Platinum-Punk-Look. Das ist wirklich ein wunderbarer Pixie-Cut. Ich habe das bei mir auch im Salon. Ich selber habe ja einen Salon mit 12 Mitarbeitern, wo wir natürlich auch immer wieder Education-Programme im Salon machen und ich den Menschen, die oder den Stylisten, jungen Stylisten, die Angst davor nehmen möchte, kurze Haare ja individuell zu schneiden, weil dieser Haarschnitt ist individuell. Hier dreht sich alles um Disconnection und Höhen und Tiefen und das arbeiten wir zusammen aus. Und jetzt geht es erstmal zum Video. Ja, ich kriege immer wieder Gänsehaut, wenn ich dieses Video sehe. Und ich hoffe, der Trailer hat euch gefallen und es macht ja wirklich Lust auf mehr. Lust auf mehr zu sehen und auch uns, dass wir uns weiterentwickeln auch. Und deswegen habe ich ein ganz, ganz tolles Modell heute mitgebracht. Das ist die Marlene. Und sie ist auch ein absoluter Pixie-Cut-Lover. Sie trägt diesen Haarschnitt, sie liebt diesen Haarschnitt und deswegen natürlich das ideale Modell für uns, für diesen Underground-Edgy-Look. Und du kommst, glaube ich, auch aus Berlin. Du warst in Berlin jetzt, ja, genau, studierst Modedesign und ich glaube, in Berlin ist es so, schon so Must-Have in den Clubs, in den Bars, diesen Look zu präsentieren, weil er ist kontrovers, aber natürlich auch hat er einfach einen wahnsinnigen Ausdruck. Und ich gehe mit euch jetzt mal diesen Haarschnitt durch, wie wir diesen Haarschnitt ausarbeiten. Ich habe das eben schon mal ein bisschen vorbereitet für euch. Wir haben eine Abteilung von höchsten Punkt vom Oberkopf von Ohr zu Ohr. Und natürlich im Seitenbereich, im Oberkopfbereich eine leicht diagonale Abteilung zum höchsten Punkt der Augenbraue. Sie ist nicht horizontal, sondern leicht diagonal verlaufend und bringt dadurch natürlich auch eine gewisse Fülle nachher im Ponybereich. Aber das Tolle, worüber ich ja eben schon gesprochen habe, wir sprechen hier über Innovation. Innovation im Cutting-Bereich. Weil wir sehen das bei unseren Mitbewerbern, dass teilweise mit 30, 40 Abteilungen nur am Hinterkopf gearbeitet wird. Das ist bei uns nicht der Fall. Wir haben 5 Steps in jedem Haarschnitt. Und das ist das Tolle. Wir fangen an mit dem Hinterkopf. Und da habe ich natürlich auch mal eine kleine Skizze mitgebracht, bauen können, wie wir diesen Haarschnitt ausarbeiten. Hier könnt ihr sehen, wir beginnen zunächst am Oberkopf. Am Oberkopf fangen wir an, mit einer Uniformstufung zu arbeiten. 90 Grad der Kopfrundung entlang. Halten das aber auch sehr, sehr kurz. Sind hier wirklich sehr mutig, weil wir wollen hier keinen vollen Hinterkopf haben, sondern wir wollen im Hinterkopf den kürzesten Bereich haben, damit wir hier die Disconnection haben. Im Anschluss passen wir diese uniforme Stufung an, gehen im unteren Bereich rein und halten uns den auch wirklich 90 Grad der Kopfrundung entlang schön kurz. Nachher zum Schluss personalisiere ich nochmal den Nacken, aber wir fangen jetzt erstmal an, uns den Hinterkopf auszuarbeiten und den Oberkopf. Also, wir starten. Ich werde oft gefragt, mit welchen Scheren ich arbeite. Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten. Also wir können natürlich den Haarschnitt auch mit einer glatten Schere ausarbeiten. Aber ich arbeite bei einem Pixie Cut sehr gerne mit der Texturizer Schere, weil hier kann ich auch relativ viel Länge abnehmen und komme auch super zum Ergebnis. Das heißt, wir fangen an, den Bereich erstmal uniform zu stufen. Gehen auch hier erstmal, bringen uns unsere Guideline hier rein. Und das ist ja wiederum auch, jetzt heißt es, die Komfortzone zu verlassen, weil wir gehen jetzt hier sehr kurz. Wenn ich meine sehr kurz, dann haben wir wirklich nur noch 3 oder 4 Zentimeter hier in dem, im Hinterkopfbereich. Und das macht diesen Haarschnitt natürlich sowas von besonders und so individuell. Der Oberkopfbereich bei diesem Haarschnitt ist natürlich dann immer noch gleich fülliger. So haben wir hier natürlich auch immer eine Softness noch in diesem Look. Und ihr seht, ich wandere 90 Grad
der Kopfrundung entlang. Das macht diesen Haarschnitt so besonders. In kleinen Steps wandere ich nach oben und habe hier, also es darf schon wirklich stehen hier oben. Das ist wirklich sehr wichtig, dass wir wirklich nicht an Länge sparen, weil wir kennen das ja immer, wir alle haben unser Handwerk so gelernt, dass wir eine gewisse Länge am Hinterkopf brauchen, damit der Hinterkopf schön rauskommt. Das ist hier bei diesem Look überhaupt nicht. Wir haben hier eine sehr starke Disconnection. Und wie ihr seht, die Texturizer-Schere, die geht natürlich durch wie Butter hier. Das ist natürlich super. Und ich persönlich mag es sowieso jetzt auch besonders der Pixie Cut. Da werde ich auch oft gefragt, ja, welche Haarfarbe macht man denn da? Ich persönlich liebe so einen kurzer Schnitt immer mit Haarfarben. Das wird Susanne uns natürlich uns auch noch gleich erläutern und erklären. Aber wenn die Farben schon ein bisschen plakativer sind und satter sind. Also das heißt entweder recht dunkel oder auch wie hier in diesem wunderbaren Blondton. Wir wandern hier wirklich bis zu unserer Abteilung am Ohr entlang und gehen hier wirklich sehr kurz. Ich hoffe, ihr könnt es gut sehen alle und die Qualität ist auch da. Also ihr seht, ich habe hier wirklich nur noch ungefähr 3 bis 4 cm maximal und gehe jetzt erstmal bis zur Ohrhöhe vor. Und kann mir natürlich nachher hier wunderbar meinen Übergang schaffen zu den Seiten. Das Gleiche mache ich natürlich auf der anderen Seite auch. Und ich liebe wirklich Haarschnitte, die eine Disconnection haben, wo wir wirklich verschiedene Elemente, Facetten auch zusammenbringen. Das ist ja das Schöne, das macht unsere Kollektion Cool Sparkle ja auch wirklich so individuell und kommt natürlich dann auch sehr gut bei der Presse an und das macht uns wirklich stolz. So, wenn wir uns den Hinterkopf jetzt schon mal anschauen, der steht schon richtig und das ist natürlich ein cooler Look jetzt schon alleine. Es ist auch egal, ob die Kundin jetzt hier einen Wirbel hat. Wenn der Wirbel aufspringt, umso besser. Das macht den Look natürlich nochmal viel individueller und gibt dem Ganzen nochmal einen ganz anderen Charakter. Also, wichtig ist hier erstmal voll und ganz nur auf den Hinterkopf, also Oberkopf und Nacken konzentrieren und den erarbeiten wir uns individuell aus. Dieser Haarschnitt ist natürlich jetzt für euch erstmal nur so eine Guideline. Ihr könnt natürlich auch total variabel diesen Look gestalten. Wenn ihr möchtet, dass der Haarschnitt kompakter im Nacken bleibt, dann lasst ihr das hier einfach ein bisschen weicher auslaufen und kompakter. Dementsprechend habt ihr dann schon so ein bisschen eine leichte Fukuhila-Optik. Geht natürlich auch. Also das könnt ihr wirklich individuell gestalten, wie ihr diesen Look gerne ausarbeitet. Ich finde, ganz wichtig ist immer, dass wir das Konzept auch haben, die Technik dahinter. Und das macht es dann so einfach auch. Ein großes Dankeschön heute nochmal an Robert Lindinger, der diese Farbe hier kreiert hat. Und das ist wirklich ganz, ganz toll, dass man zusammen im Team auch mit unserem Lookbook oder mit unserer Guideline da auch diese ganzen Nuancierungen drin hat und da auch dann wirklich alles so mixen kann, dass man dann auf dieses Ergebnis kommt. Als Alternative kann man natürlich hier auch sehr gut mit der Modellierschere arbeiten, aber man muss aufpassen, da wird es natürlich dann oft zu soft und zu weich und zu abgerundet. Das würde ich mir dann gleich im Seitenbereich vornehmen und hier den Übergang schaffen. So, dann gehen wir nochmal die Konturen entlang. Das zeige ich natürlich nochmal von der Seite. Kamm über Schere natürlich. Ich verzichte wirklich zu 90% auf die Maschine, weil wir hier wirklich zeigen wollen, dass wir unser Handwerk verstehen. Und das ist ja das Wichtigste, dass wir hier mit unseren Kamm und Schere arbeiten. Das macht den Look natürlich auch nochmal aus und gibt der Kundin natürlich auch ein gutes Gefühl, dass wir unser Handwerk verstehen.
So. Ich lasse den Nacken jetzt bewusst ein bisschen länger, wie ihr hier sehen könnt, weil das gehört nachher zum Personalisieren des Haarschnittes, wenn wir das nachher ausarbeiten. Wir kommen zum nächsten Step. Den Nackenbereich haben wir ja schon gemacht. So, jetzt sehen wir die Seiten. Der Look Agger lebt natürlich von seinen Koteletten, die wirklich bewusst ein bisschen länger gelassen werden. Die lassen wir jetzt erstmal außen vor. Die kämmen wir uns jetzt einfach mal weg. Die könnt ihr natürlich jetzt hier auch festklipsen. Und wir sehen, wenn wir hier mal schauen, den kurzen, das ist unsere Guideline, den kurzen Bereich, den wir jetzt hier haben. Und schaffen uns jetzt hier diesen Übergang rein. Und weil wir es hier oben auch diagonal abgeteilt haben, zeige ich nochmal so, die diagonale Abteilung hier, wird der Pony-Bereich ein bisschen kompakter und voller. Und hier haben wir auch keine Fülle hier oben, sondern es ist hier auch sehr schmal. Und seid ruhig mutiger, verlasst eure Komfortzone, weil wir müssen hier nicht darauf achten, dass der Hinterkopf noch irgendwie weich rauskommt oder dass der länger bleibt, sondern wir haben hier wirklich eine Disconnection und einen Step, der den Look personalisiert auf jeden Fall. Ich drehe ihn mal einmal nochmal so. Nee, so rum am besten. So. Und wie gesagt, das ist heute live. Wir schneiden hier nicht zusammen, sondern hier geht es wirklich darum, euch ein Look-and-Learn-Education-Programm zu zeigen, wo ihr euch das natürlich immer wieder anschauen könnt und individuell ausarbeiten könnt für den Salon. So, wenn wir dann gleich fertig sind mit dem kompletten Hinterkopf, haben wir jetzt die Seiten schon mit eingearbeitet. Fange jetzt schon mal an, mir die Konturen so ein bisschen vorzuschneiden. Und wie lang wir jetzt die Kotelette nachher lassen für den Look, das können wir auch individuell gestalten, aber ich würde jetzt erstmal das nachher zum Personalisieren nehmen und die nachher im trockenen Zustand nochmal anpassen. Und so kurz schneiden, wie es auch am besten zum Typ und zu meiner Kundin oder zu dem Modell passt. So, und dann drehen wir dich noch einmal. Ich glaube, dann kann man es besser sehen hier. Perfekt. Auch hier, wir haben das Ohr leicht freigeschnitten und achten wirklich nur darauf, dass wir den vorderen Bereich der Kotelette rauslassen. Aber im Konturenbereich gehen wir schon recht kurz. Und jetzt kommen wir zum Nacken. Also ihr seht, ich habe ihn ja bewusst jetzt hier ein bisschen länger gelassen. Ich cutte den jetzt einfach mal hier ab und möchte gerne hier auch jetzt keinen richtigen Anschnitt haben, sondern ich möchte hier bewusst auch eine kompaktere Nackenpartie haben, wo wir hier mit Styling-Produkt natürlich das nochmal ein bisschen ausarbeiten können und eine gewisse Kompaktheit auch haben. Ich unterschneide das jetzt leicht wegen dem Wirbel hier. So, aber das sieht doch schon richtig cool aus. Steht von alleine, hat eine richtig schöne, tolle Form. Also das macht natürlich Spaß, solche Kontraste in einem Look einzuarbeiten. Und das ist das, was die Kundin, auch die moderne Pixie-Cut-Trägerin haben möchte. Einen individuellen, coolen Look, der auch eine gewisse Art von Disconnection hat.
Alright, wir fangen an. Im Oberkopfbereich haben wir den nächsten Step. Ich glaube, so leicht seitlich ist es am besten. Wir kämmen die Haare jetzt erstmal nach vorne. Und setzen unsere Guideline fest. Diese schneiden wir horizontal auf einer Länge, die wir jetzt festlegen, ich sage jetzt mal so 5 cm ungefähr horizontal ein. Wichtig ist, diese Linie jetzt nicht abrunden, sondern hier wirklich auch kompakt bleiben. Das ist ganz wichtig. Und wir ziehen uns das immer auf unsere Guideline, horizontal auf das nächste Passé. Das zeige ich euch gleich nochmal in der Skizze, da könnt ihr das nochmal ganz genau sehen. Und gehen hier auch nochmal schön auf unsere Guideline. So, dann switchen wir einmal und nehmen uns den ganzen vorderen Bereich. Aber bevor ich das mache, dieser Haarschnitt hat natürlich einen besonderen Effekt vorne. Das heißt, wir haben vorne im Konturenbereich, wir teilen uns das ungefähr um 1,5 cm ab, den ganzen Konturenbereich, und haben hier einen Undercut, wo wir den Konturenbereich oder das komplette kompakte Decker fällt nachher drüber. Das heißt, das teilen wir uns einmal entlang der Stirnpartie ab. Und diesen nicht gerade abschneiden mit der Schere, sondern auch hier mit der Texturschere eine gewisse, ich sag mal, Dramatic Fringe einschneiden, dass wir hier wirklich unterschiedliche Texturen in diesem Look haben. Das sieht jetzt erstmal sehr extrem aus, wird aber im Endeffekt im Nachhinein uns nur bei dem Fall im vorderen Bereich helfen, damit dieser Look halt wunderbar zur Geltung kommt. Ich hoffe, ihr könnt es so ganz gut sehen. Okay. Das lassen wir so. Dann ziehen wir uns unseren kompletten Oberkopfbereich einmal nach vorne und legen jetzt die Länge fest für unseren Haarschnitt. Das mache ich auch mit der Texturschere. Das heißt, wir ziehen uns den kompletten Bereich zur Mitte hin. Ganz wichtig, unter Spannung zur Mitte hin hinziehen und schneiden uns die Länge ein. Gucken, wie lang wollen wir den Pony haben. Wir legen die Länge fest. Und ich würde es immer empfehlen, am Anfang bewusst ein bisschen länger zu lassen. Nachher beim Personalisieren des Haarschnittes können wir immer noch ein bisschen mehr Länge, ein bisschen mehr das Kompakte rausnehmen. Aber da würde ich erstmal ein bisschen vorsichtig sein. So, dann gehen wir nochmal zu den Koteletten und zum Seitenbereich. Schaut doch mal, wie schön das hier schon fällt, wenn wir diesen Look jetzt sehen. Wir haben diesen schönen Kontrast vom Hinterkopf hin zu den Seiten bis hin nach vorne hin. Und da ist Lebendigkeit drin, da ist Disconnection drin. Aber dieser Haarschnitt, finde ich, ist einfach nur ein absoluter Hingucker. Und es macht wirklich Spaß, diesen Haarschnitt so auszuarbeiten. Ihr könnt natürlich auch, das verrate ich euch natürlich schon, ihr könnt mich auch live buchen ab nächstes Jahr und wir arbeiten zusammen diese Looks natürlich zusammen aus. Ihr solltet natürlich Alcina-Kunde sein, im besten Falle. Und dann gehen wir natürlich diese ganzen Looks und diese ganzen Haarschnitte zusammen durch auch nochmal und könnt natürlich dann auch nochmal live diese Techniken komplett ausarbeiten. Alright. So, das ist natürlich der nächste Step.
Bevor ich jetzt gleich ans Personalisieren gehe, sollten wir natürlich noch mal eins besprechen. Aber ich zeige euch gerade noch einmal die Folien. Wir gehen noch einmal gerade die Folien durch. Oberkopfbereich. Schaut euch das an. Wir haben horizontal erstmal am höchsten Punkt am Oberkopf die Länge festgelegt, unsere Guideline. Die schneiden wir horizontal, ziehen uns das alles auf unsere Linie und machen dann den Wechsel. Wir schneiden den Undercut ein, den schneiden wir mit der Texturschere ein, circa 1,5–1 cm Abteilung in der Stirnpartie und ziehen uns dann den kompletten vorderen Bereich, den Pony sozusagen mittig zusammen und legen die Grundlänge fest. Das haben wir gemacht. Also das ist schon die Basis des Haarschnittes, also der Look ist schon fast fertig, aber beim Personalisieren sehen wir natürlich dann noch, wo noch ein bisschen Fülle weg muss, wo eventuell noch was vom Pony weg muss. Ja, dann sprechen wir doch einfach mal über ein ganz, ganz wichtiges Thema bei jeder Kollektion, bei jeder Personalisierung unseres Models. Das ist natürlich die Haarfarbe. Das ist unser Thema auch im Salon. Und da habe ich einen ganz besonderen Gast jetzt digital mit dabei. Susanne, hörst du mich? Ich höre noch nichts. Jetzt höre ich dich. Sehr gut. Das ist natürlich, wenn man live ist. Ich höre dich auf jeden Fall sehr gut, Susanne. Herzlich willkommen, Susanne. Du bist ja unsere Kollektionskoloristin, wie man so schön sagt, und begleitest mich ja schon sehr lange jetzt bei Alcina. Warst ja auch vorher schon bei Alcina. Und bin wirklich immer wieder fasziniert darüber, was du schaffst an Models, an Menschen zu zaubern, und wie wir auch eine Sprache sprechen, um diesen Look dann zu personalisieren. Susanne, wenn wir jetzt über das Thema blonde Haare sprechen. Wir alle kennen dieses Problem im Salon. Die Kundin hat einen coolen Kurzhaarschnitt, kommt aber wirklich mit einer rausgewachsenen Blondierung, die Haare sind gelb, kommt die in den Salon und möchte die Haare nachblondiert haben oder nachgefärbt haben. Was würdest du uns als Friseure mitgeben? Was möchtest du uns mitgeben, damit wir halt eine wunderbare Haarfarbe kreieren können? Ja, erstmal freue ich mich total, dass ich dabei sein darf und dass es endlich losgeht. Von der Produktion bis zur Kollektionspräsentation dauert es immer ein bisschen. Und jetzt geht es endlich los. Und da möchte ich natürlich gern einfach auch alle ein bisschen mitnehmen in meine Gedankenwelt der Farbe auf dem Shooting. Es macht mir immer super viel Spaß, mit dir zu arbeiten, Robert, deine Ideen dann umzusetzen, gemeinsam mit dem ganzen Team. Und es ist wahnsinnig, ja, aufregend natürlich auch. Und gerade das Thema Blond, wie du schon sagst, ist sehr speziell. Das Modell, ich glaube, ihr habt auch vorher Bilder gezeigt oder beziehungsweise zeigt die noch. Ja, ich gehe mal gerade mal auf unser Kollektionsmodell. Das, was ihr auch im Lookbook habt und überall gerade seht in der Presse und in allen Zeitungen. So sah das Modell vorher aus. Also Susanne, du hattest wirklich was zu tun, sagen wir es mal so. Ja, meine erste Idee war nicht, dass ich jetzt, meine Wahl wäre nicht gewesen, sie Platin zu bekommen, ne, bei der Ausgangsfarbe. Sie hat, wie ihr ja im Kollektionsbuch, also im Lookbook auch nachsehen könnt und nachgucken könnt, eine Naturton 5 von 5, also wirklich dunkel. Und der Ansatz war halt schon einfach meines Erachtens ein Stückchen zu weit rausgewachsen. Ich sage unseren Kunden immer, die Blondierung bekommen, dass es halt wichtig ist, dass man das regelmäßig nacharbeitet, weil je länger der Ansatz ist, desto stärker ist das Haar ja auch verhornt und desto schwieriger ist es, finde ich persönlich, einen weichen Übergang hinzubekommen mit der Blondierung. Also je weiter das rauswachsen ist, desto schwieriger. Und in dem Fall hier bei dem Modell haben wir dann auch wirklich in verschiedenen Schritten gearbeitet, weil die Ansätze Naturton 5.0, 2 bis 3 cm, die Längen waren extrem gold und das Ziel war ja, ein Platin zu bekommen. Das heißt, ich habe erstmal die Haare vorbehandelt mit unserem AC-Plex als Vorbehandlung. Dann sehe ich auch gleich immer, das finde ich eigentlich immer ganz gut, wie die Struktur des Haars ist, weil das kann man einfach noch viel besser im feuchten Haar erkennen. Dann föhne ich das ja wieder trocken und anschließend habe ich angefangen, mit der Blondierung zu arbeiten.
Hier habe ich mich für die Bleach Cream 6 Plus entschieden mit 4%, weil ich gewusst habe, ich brauche diese Aufhellungsleistung. Und es ist ja auch auf der Produktion immer mal noch ein bisschen anders als im Salon. Da ist ja die Zeitfenster auch nicht so groß. Das heißt, man hätte es vielleicht auch mit 2% arbeiten können, aber dementsprechend dann noch mal ein ganzes Stück mehr Zeit gebraucht. Und ich habe dann zuallererst was gemacht. Ganz kurz, Susanne, ja? Würdest du generell immer mit, wenn wir das Haar bleachen, mit 4% arbeiten oder mit 2%? Arbeitest du auch überhaupt manchmal bei so einem Prozess mit 6% oder so? Kommt das überhaupt in Frage? Oder? Also tatsächlich bin ich ein absoluter Fan von viel Produkt, wenig Prozent. Also das super. Heißt, ich versuche ja eher wirklich sehr dünn abzuteilen, sehr satt aufzutragen. Ich meine, es kommt ja immer auf die Produktperformance an, aber in den meisten Fällen schaffe ich meine Helligkeit mit 2 und 4%. Also die Kunden, wo wir dann mit 6% arbeiten, sind schon wirklich sehr selten, weil einfach auch die Struktur natürlich schöner bleibt bei 4% und 2%. Je heller, desto mehr Substanz geht halt einfach verloren. Und ich brauche ja auch eine gewisse Zeit, das Produkt aufzutragen. Und ich finde, dass es da mit 4% Bleach Cream einfach super wird. Das stimmt. Das ist wirklich, das Ergebnis ist wirklich sehr, sehr schön geworden. Und ich bin immer wieder fasziniert, was unsere Farben auch für den Performance nachher haben auf den Haaren. Und egal, ob es die Abmattierung nachher ist oder auch generell der Bleaching-Prozess an sich, es ist immer wieder schön zu sehen, was wir daraus zaubern. Also Susanne, du hast eine wunderbare Arbeit gemacht. Es ist wirklich richtig, richtig schön geworden. Ja. Vielen, vielen Dank dafür. Ich würde noch ganz kurz was dazu sagen. Entschuldige, ja. Robert. Natürlich. Ihr seht es im Lookbook ganz gut, dass ich erst im Mittelteil erarbeitet habe. Das ist bei so einem extrem langen Ansatz manchmal sinnvoll. Und ich habe jetzt nicht einen halben Zentimeter Ansatzklassen, sondern wirklich nur so 2-3 Millimeter, wo ja die Blondierung teilweise schon bis maximal 5 Millimeter Richtung Ansatz hinläuft, um einfach erstmal den Mittelteil auf den Goldton der Längen zu bringen. Und anschließend habe ich nochmal drüber gearbeitet mit Blondierung und dann die Ansätze bis zu den Längen nochmal aufgetragen, um die Resthelligkeit zu bekommen von dem Goldblond zu dem Platin. Und anschließend IC-Veredelung C06, Zwischenbehandlung AC-Plex 2 selbstverständlich. Das wissen ja alle Fachleute, dass ich einfach auch das Haar wieder aufbauen muss, bevor ich dann nochmal eine Veredelung drüber gebe. Und wenn es nötig ist, kann man auch ein bisschen C06 Plus mit reingeben. Aber hier war man mit C06 da einfach schon perfekt aufgestellt. Sehr schön. Susanne, ich bin immer wieder erfreut darüber, wie detailliert du uns das auch erklärst, weil das ist das, was wir Friseure ja auch wissen wollen, was uns interessiert. Wie kommen wir wirklich dahin? Ne? Viele geben ihre Geheimnisse ja manchmal gar nicht preis und du bist da ja wirklich immer sehr, sehr kommunikativ auch mit dem Austausch in der Community und das macht es natürlich auch immer wieder sehr erfreulich mit dir. Danke, Susanne. Danke dir und allen noch viel Spaß. Super. Bis dann. Ciao. Dann. Mit Susanne zu sprechen, weil sie wirklich immer diese tollen Erklärungen auch dafür hat. Wie kommen wir zu diesem Ergebnis? Ja, jetzt geht es natürlich weiter zum Thema Produkte auch für die Haare. Wir haben den Haarschnitt ja jetzt soweit ausgearbeitet und müssen jetzt wirklich nur noch föhnen, personalisieren. Aber für mich ist es ja auch wichtig immer, dass wir das berücksichtigen, Start, Style und Finish, dass wir vom Anfang an die richtigen Produkte mitnehmen. Und da empfehle ich natürlich jeder Blondkundin, alle Kundinnen, die blonde Haare haben, kühles Blondton und diesen Ton auch für zu Hause behalten wollen, benutzt das Pastell-Shampoo, das Eisblond-Shampoo, mit dem passenden Conditioner dazu. Das ist natürlich eine optimale Ergänzung. Die Produkte sind perfekt aufeinander abgestimmt und dann bleibt der Ton natürlich auch so kühl und so klar, wie er sein sollte. Ich gebe euch natürlich auch noch mal so ein bisschen meine Lieblingsprodukte mit denen ich gerne arbeite. Und da erarbeiten wir uns jetzt erstmal das Ultraleicht mit ein. Das ist ein Sea Salt Spray. Und das Coole ist bei diesem Sea Salt Spray ist einfach, es gibt dir so das Gefühl, du kommst gerade vom Strand. Und dann fühlen sich die Haare manchmal richtig cool an. Also ich kenne das, ich gehe durch die Haare und habe so richtig schön Grip in den Haaren. Und dieses Produkt gibt dir auf jeden Fall dieses geile Gefühl. Und das ist natürlich bei dem Pixie Cut natürlich das ideale Produkt auch mit dafür. So, wir föhnen jetzt erstmal die Haare trocken, auch hier mit dem wichtigsten Tool, was wir haben, unseren Händen. Und gehen jetzt hier erstmal in die Ausarbeitung des Looks.
Das Modell ist schon ganz aufgeregt, weil sie kann sich gar nicht sehen. Bin mal gespannt, was sie nachher sagt. Aber gleich wirst du es sehen am Monitor. So, wir föhnen die Haare erstmal gut an. Ich arbeite jetzt hier mit einer Tunnelbürste oder Skelettbürste. Man kann natürlich auch eine Rundbürste verwenden. Dann nehme ich immer gerne auch eine etwas dickere Rundbürste, um da einfach nochmal, auch bei kurzen Haaren, die Struktur nochmal ein bisschen nachzublätten. So, und warum schneide ich diesen Haarschnitt nicht komplett fertig? Das Personalisieren ist das Wichtigste, weil wir sehen jetzt schon hier, schaut mal, wie cool dieser Haarschnitt schon fällt. In der Kampagne ist der Look ein bisschen kürzer, aber ich kann es natürlich jetzt auch je individuell nach Kundin, nach Gesichtsform, nach Typus schneiden, wie es von den Proportionen her am besten passt. Deswegen schaue ich mir den Look erstmal an, im geföhnten Zustand, wie fällt er? Wir sehen, der Pony wirkt noch relativ kompakt, wenn er so gerade reinfällt. Das heißt, hier können wir noch ein bisschen was rausnehmen und können auch eventuell noch im Seitenbereich, aber nicht viel, noch mal hier das noch ein bisschen verfeinern und das personalisieren wir noch ein bisschen. Personalisieren heißt natürlich auch Freestyle arbeiten. Also das heißt, ihr müsst jetzt nicht ganz genau, ihr schaut jetzt einfach mal, ihr kämmt das Haar und da, wo noch was raus kann, da geht ihr einfach noch mal rein und schneidet euch noch mal zum Beispiel jetzt hier Höhen und Tiefen in den Look rein. Und ich möchte auch bei dem Look, ist es ganz wichtig, bei dem Look Agar, wenn wir jetzt von der Seite schauen, wir brauchen hier eine gewisse Kompaktheit und Fülle und die haben wir auch weiterhin. Und das Haar fühlt sich schon mega an. Auch jetzt durch das Ultraleicht haben wir wirklich Grip in den Haaren. Ich bin mal gespannt, was du gleich sagst. So, personalisieren, wir schauen, wo kann noch wirklich was weg. Hinten der Nacken gefällt mir, wenn der ein bisschen kompakter bleibt. Einmal ein bisschen. Und für mich ist es auch immer wichtig, dass wir Looks kreieren, die versatile Style auch haben. Das heißt, dass wir mit einem Haarschnitt unterschiedliche Stylingmöglichkeiten haben. Und das können wir natürlich auch eher so ein bisschen klassischer machen. Wenn wir die Seiten jetzt hier hinter das Ohr machen, dann wirkt dieser ganze Look natürlich auch ein bisschen weicher und androgyner. Oder wir können natürlich auch hier alles richtig rausholen und die Haare so ein bisschen aufpimpen, je nachdem, was die Kundin gerade möchte und welchen Look sie gerne mag. Also ist wirklich ein richtig, richtig cooler neuer Style für das neue kommende Jahr auch von unserer Kampagne. Und ich finde, es steht dir gut. Bin mal gespannt, was du gleich sagst. Ja,
Ich würde jetzt zum Abschluss noch ein Produkt verwenden. Da nehme ich das ganz stark. Das ist, bei der Kollektion habe ich mit dem Strukturfaserwachs gearbeitet. Das ist eher ein softeres Produkt. Aber bei meinem Modell nehme ich jetzt das ganz stark. Das ist eine Paste, die lässt sich super einarbeiten, hat einen schönen Halt. Das verteile ich gut in der Hand und gehe natürlich auch hier mit beiden Händen durch und style mir das so, wie ich es gerne hätte. So, ich hoffe, der Look gefällt euch schon so und es macht Lust auf mehr. Weil nächste Woche bin ich natürlich auch wieder für euch hier in dieser wunderbaren Box und dann zeigen wir den neuen Look. Aber wir schließen diesen Look jetzt erstmal sparkling ab mit unserem Outfit auch. Weil das ist natürlich inspiriert auch von unserer Stylistin Betty Brenn, die diese Looks natürlich dann auch ausgesucht hat für uns. Wow. Stehst du einmal auf für mich? Dann schauen wir einmal. So, und dieser Look ist natürlich dieser perfekte Mix aus unterschiedlichen Elementen, unterschiedlichen Texturen. Wir haben Glamour, wir haben Glamour, wir haben Studio 54, aber wir haben auch hier Kontraste. Und das zeichnet unsere Kollektion Cool Sparkle aus, die Unterschiedlichkeit und die Diversität der Looks auch. Nee, ganz toll. Vielen, vielen Dank. Hast du ganz toll gemacht. Jetzt darfst du dich auch gleich mal im Spiegel angucken. Vielen Dank. Dankeschön. Danke dir. Dankeschön. Ja, das war natürlich jetzt mal so ein kleiner Einblick und eine Look-and-Learn-Geschichte für euch, nur für euch, wie ich diesen Haarschnitt ausarbeite, wie ich zu diesem Look komme, mit den Steps, die wir haben. Das heißt, wir haben 5 unterschiedliche Abteilung bei diesem Haarschnitt. Susanne, ganz toll, wie du uns die Farbe erklärt hast. Ja, und nächste Woche sehen wir uns schon wieder zur gleichen Zeit und freue mich riesig, dass ihr alle mit dabei wart. Und viel Spaß beim Umsetzen des neuen Haarschnittes. Euer Robert.